Geheimnis von großen Wundern. Ein herzliches Grüß Gott heute aus dem Klarissenkloster in Maria Vesperbild. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Matthäusevangelium. Jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Ja, darf ein paar Tage hier in Maria Vesperbild im Klarissenkloster verbringen. Gestern war ich in der Fatima-Grotte und ich war zutiefst berührt. Der Wald um die Grotte herum ist übersät von vielen, vielen, vielen Votivtafeln, auf denen geschrieben steht: Maria hat geholfen. Und diese Votivtafeln sind nicht aus früheren Zeiten, nein, sind ganz neue, aus der jetzigen Neuzeit. Da dachte ich mir, ja, was ist das Geheimnis von diesen vielen Wundern? Bis ich dann heute begriff, ja, es ist das Gebet und das Opfer der Schwestern hier in Maria Vesperbild, die Tag und Nacht in den Anliegen, in den Nöten der Menschen beten. Und so möchte ich jetzt auf den heiligen Hieronymus schauen. Er brachte ein ganz großes Werk, nämlich die Bibelübersetzung uns, den Menschen in der Kirche. Und diese Bibelübersetzung war maßgebend für 1600 Jahre. Auch hier dürfen wir uns fragen, was ist das Geheimnis, das heilige Hieronymus uns so bereichern konnte und das über 1600 Jahre lang. Das Geheimnis war sicher zuerst sein asketisches Leben und dann die frommen Frauen, die er um sich sammelte. Mit ihnen ging er dann auch nach Bethlehem und gründete dort 3 Nonnenklöster und 1 Männerkloster, die Tag und Nacht für die Menschen in ihren Anliegen, in ihren Nöten beteten. Ja, und so können wir dann auch verstehen, das große Wunder zuerst einmal der Bekehrung des heiligen Hieronymus. Als junger Mann war er gar nicht so interessiert für die Bibel. Ihn interessierten mehr die Bücher von Platon und Cicero. Und dann geschah es. Der Engel führte ihn im Traum vor Gottes Gericht. Und da sah er, wie es wirklich um ihn steht. Und er bekehrte sich, ging in die Wüste zu den Mönchen und lernte die hebräische und griechische Sprache. Nun war er bereit für das große Werk, das Papst Damasus ihm anvertraute, nämlich die Übersetzung der ganzen Heiligen Schrift. Ja, wir dürfen ganz besonders auch von ihm diese Worte ganz tief in unser Herz aufnehmen, wo er uns sagt: Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und wer die Heilige Schrift nicht kennt, der kennt weder Gottes Kraft noch seine Weisheit. Die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Und bei der Auslegung der Heiligen Schrift bedürfen wir immer der Hilfe des Heiligen Geistes. Und jetzt auch zum Schmunzeln. Der Ruf hinten des Hahnes, der ist nicht eingeblendet, ist hier vom Kloster. Möge der Hahn auch uns aufwecken, dass wir immer gerne die Heilige Schrift in die Hand nehmen und das Wort Gottes ganz tief verinnerlichen und in uns aufnehmen und danach leben. Jesus, auf die Fürsprache des heiligen Hieronymus, schenke uns eine ganz große Liebe zur heiligen Schrift. Und lass uns immer mehr deine Kraft und deine Weisheit erfahren, die aus dem Wort Gottes hervorkommt. Und im Namen, in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, in der priesterlichen Vollmacht, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, des heiligen Hieronymus und aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setzt euch frei davon. Dem Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab,
was euch von Menschen, Dingen, Orten, schlechten Schriften, Bildern, Filmen oder schlechter Musik übertragen worden ist. Möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von euren Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Ja, möge Jesus auch heute wieder ganz große Wunder wirken und das in euren Leben. Und so segne, heile und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.